Von Liliths Armee für verdorben haltet, wollt ihr auf keinen Fall an die Hafenbehörde geraten. Gut, wir werden es uns merken. Zweifel sehr reizbar sein nach solch einer langen Reise. Na, na, mein wunderschönes, schreckliches Mädchen. Du wirst noch früh genug befreit werden. Frei, um Mutters gerechten Zorn auf ihre Feinde zu hetzen. Die Schwachen, die Ignoranten, die Unwürdigen. Genau das meinte ich. Ruth. Das kommt mir ziemlich bekannt vor. Dunkle Magie. Ich spüre sie. Genau wie zuvor. Außerdem hat er die Gamma-Signatur erhöht. Ist wohl das verbesserte, extra-böse Modell. Ah ja. Bald erhältlich in einem verlassenen Dock in deiner Nähe. Wie schön, dass du Fernsehen entdeckt hast. Was das Ding auch ist, es ist Faustus eindeutig wichtig. Und Lilith. Was bedeutet, dass wir es uns näher ansehen? Bin dir da weit voraus. Alright, ihr seid. Wir dienen bis zum Ende. Grüßt euch. Wir haben gesehen, was diese Bomben anrichten können. Werd nicht überheblich, nur weil du Captain Marvel als Backup hast. Nein, nein, bitte. Untersuch das Gerät genauer. Du wirst sehen, dass damit diesmal nicht zu spaßen ist. Es wäre wirklich schön, wenn wir diese Clowns aus unserem Funkkanal werfen könnten. Mr. Stark wird sich sicher irgendwann darum. Meine Kraft wächst noch. Zu spät für dich. Das war sehenswert. Sobald mein Gerät die große Captain Marvel auflöst, haben die anderen keine andere Wahl mehr, als mir zu gehorchen. Anerkennen müssen. Und Mutter wird hoch erfreut sein, wenn ich ihr deine Asche liefere. Nicht so erfreut wie ich, wenn ich meine Faust in dein Gesicht liefere. Schwach. Sogar für Hydra. Kann verhören werden. Ein Gegner kann verhört werden. Manche Gegner lassen dich verhören, wenn ich hause. Das Verhören muss dann zwar schnell stattfinden, aber du kannst dafür mächtige Belohnungen erhalten. Okay. Rede, solange du noch kannst. Ha, ha, ha.
Das hat wehgetan! Lilith muss wirklich wollen, dass ich von der Bildfläche verschwinde. Meine Rolle als Bote deiner Mutter wurde in den heiligen Seiten des Darkholds vorhergesagt, Hunter. Genau wie deine Mutter. Dein ganzes Leben wird von mir ausgebreitet. Und auch der Verrat, den jene beging, die du törichterweise Caretaker nennst. Hat sie dir von deiner wahren Bestimmung berichtet, Hunter? Willst du es nicht wissen? Ich kann dir zeigen, was Hölle wirklich heißt, Parasit. Okay, doch. Starke Worte für einen Champion des Lichts. Kein Wunder, dass K'Thon sich so für deine Familie interessiert. Wir dürfen keine Zeit mehr verlieren. Los! Dann gehen wir dich weiter. Selbst du musst die letzten Änderungen an meinem Gerät bemerkt haben, Captain Marvel. Ich fürchte, ihre Energien sind nicht mehr so leicht zu absorbieren. Nein! Bitte! Enttäusche mich nicht! Jetzt sind wir quitt. Quitt? Mutters Wille geschehe. Typisch. Für Hydra. Händen fassen. Was in Hydra kennen? Alright. Die Hydra-Truppen in dieser Gegend machen Ärger. Schalten wir sie aus. Bestätigt. Oh. Angsthasen, Angsthasen. Lilith muss verzweifelt sein, wenn das ihre Besten sind. Ich rieche dann aus. Sei's drum. Das ist unsere Chance. Nehmen wir Faustus in Gewahrsam, bevor er die Orientierung zurück hat. Ja, damit ist erstmal noch mal. Was? Keine großen Reden? Keine weisen Sprüche aus dem dunklen Buch? Ist der große Dr. Faustus etwa sprachlos? Einmal ja. Das Darkhold enthält wohl keine Fitnesszauber. Schnappen wir uns den Truthahn, bevor er den Transporter erreicht. Wir müssen uns um die restlichen Kerle kümmern. Keine Gnade. Nein.
Deine Zeit ist gekommen. Ach, boah. Leider auch Captain Marvel erwischt. Aber nee. Jetzt ist sie jetzt wieder wach. Denk dran, wer angefangen hat. Okay, ich habe ihn umgebracht. Du hättest nicht herkommen sollen. Mit diesem Prozess. Ah, so funktioniert das also. Nur du selbst trägst die Schuld. Zum Glück für dich brauche ich noch keine Nahrung. Ich warte schon. Nicht verhört. Ja. So. Wird es auch gleich mal. Für dich wird es nur schlimmer. Der Schaden dieser höllischen Peitsche hat wohl einen Fehler in der Bewaffnungssequenz ausgelöst. Meine Modifikationen hätten den Ertrag des Disruptors verdreifachen müssen. So viel Glück. Oh, süß, du denkst wirklich, es gibt ein nächstes Mal. Jemand, der verhört werden kann. Sag uns, was du weißt, Unhold. Mehr hast du wirklich nicht drauf. Wir haben es geschafft. Hervorragende Arbeit. Ach, kann verhört werden, naja. Wir haben da schon viele Leute verhört. Nein! Ich bin doch hier unten, ihr Idioten! Echt nicht dein Tag, stimmt's? Ihr... Denkt ihr, ich fürchte euch? Ich, der als die rechte Hand der Dämonenmutter dient, der das Flüstern des dunklen Gottes Kethon hört, der ausgewählt wurde, die Geheimnisse des Folianten der Schöpfung zu erfahren. Denkt ihr wirklich, ich könnte vor euch Angst haben? Ja? Was? Was? Wollt ihr wissen? Einfach alles. Oh.
Hydras geheimer Spezialtrupp. Du solltest die Akte sehen, die Steve über ihn hat. Faustus ist für Hydra wohl nicht mehr von Nutzen. Für uns leider auch nicht. Mag sein. Wenn mich jahrzehntelanges Kämpfen gegen Untote etwas gelehrt hat, es gibt immer eine Antwort. Wenn man tief genug gräbt. Bringen wir das zurück zur Abtei. Aber wisch es lieber vorher feucht ab. Naja, zwei Sterne sind besser als zwei. Du konntest wohl auch nicht schlafen, was? Das liegt hier im Trend. Das war noch nicht immer so. Früher war die Abtei anders. Ich war hier glücklich. Das würde ich wirklich gerne sehen. Das habe ich wohl verdient. Ich war in letzter Zeit noch mehr wie ich, sagt Nico. Aber seit Nächten sehe ich immer nur Wanda, wenn ich die Augen schließe. Wie sie in Finsternis ertrinkt. Nach mir ruft. Ich glaube, ich werde nie wieder schlafen, bis wir sie gefunden haben. Ich glaube langsam, dass Träume mehr sind als nur Schäume. Ich wusste, dass du das verstehst. Was glaubst du, versucht Wanda dir zu sagen? Dass sie noch lebt und darauf wartet, dass wir sie deiner Mutter entreißen und wieder ins Licht holen. Du hast genau wie ich eine Verbindung zu Finsternis, Hunter. Hörst du sie nicht auch manchmal in deinen Träumen nach dir rufen? Geheime Dinge flüstern? Finstere Dinge? Ja. Meine Mutter sucht mich in meinen Träumen heim. Ich weiß. Ich habe dich im Schlaf nach ihr rufen hören. Ich hätte nur nicht erwartet, dass du so ehrlich bist. Ich weiß, dass sie versucht, mich zu manipulieren. Aber manchmal spüre ich in ihrer Leere eine Sehnsucht, die schwer zu ignorieren ist. Die anderen würden es nicht verstehen. Keine Sorge, dein Geheimnis ist bei mir sicher. Naja, ich gehe dann mal wieder nicht schlafen, damit du dich ausruhen kannst. Träum schön, Hunter. Nett. Charlie. Fühlst du dich heute gut? Hunter. Was belastet dich, Tony? Mal sehen. Ich lebe im Horrorhaus von Amityville. Mein Mitbewohner ist depressiv. Oh, und ich habe einen Mitbewohner und keine Executive Suite in einem nahegelegenen Resort. Die Espresso-Maschine ist kaputt. Die Welt wird zum Cover eines 90er-Jahre-Metal-Albums. Und der Große, tja, der geht nicht ans Telefon. Also sag mir, Hunter, was belastet mich nicht? Dr. Banner erweist sich als das schwache Glied in unserer Verteidigungskette. Er ist nicht schwach, nur temperamentvoll. So temperamentvoll wie du? Banner ist emotional nicht gerade der stabilste. Und wenn er unter Druck steht,
Naja, sagen wir, er hat dann nicht so einen Nervenzusammenbruch, der zu einem Töpferkurs und einer Woche im Yoga-Retreat führt. Bei ihm wird es hässlich. Dass ich nicht sehen kann, wie es ihm geht, ist eine Herausforderung. Die wir vorerst einfach ertragen müssen. Danke für das Gespräch. Jederzeit, Tony. Ja, man kann es richtig schön hassen. Hey. Oha, wenn wir von Träumen reden, ne? Du hast den Weg zu... Diese neue Welt tut dir gut, du siehst... stark aus. Was genau willst du? Dich lieben. Als Mutter für dich da sein. Wenn du mich so sehr liebst, beende diesen Krieg, bevor wir alle zerstört werden. Was denkst du, was ich versuche? Alles, was ich tat, alles, was ich tue, alles, was ich tun werde, ist für dich, Kind. Immer für dich. Kannst du dasselbe von Sarah sagen? Umgibst dich mit Helden, die dich wieder zu Grabe tragen, wenn du keinen Nutzen mehr hast. Halt! Nicht wieder das! Oh Mann, ey. Armes Kind. Du bist so alleine. Ein weiterer Traum. Das kann kein Zufall sein. Garantiert nicht. Privat ist Superlink-Nachricht von Carol. Na ja, tsch.